Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19, im LS19 True Farming Projekt. Und ja, meine lieben Freunde, ihr seht schon durchs Haus, es schneit. Ist das nicht schön? Gut, meine lieben Freunde, heute wird es nochmal ein bisschen... viel gesprochen. Viele Infos für euch und ich würde mal sagen, wir fangen auch gleich an mit dem RP und ja, los geht's. Jungs? Ja. Auf Empfang. Sag mal, habt ihr kurz Zeit, dass wir vielleicht mal eben was besprechen? Kurz ist immer Definitionssache, ja, aber... das ist wohl wahr. Ich wollte heute mit euch mal durchsprechen, dass wir jetzt, wie wir das weiter verplanen mit der Genossenschaft, zwecks LU-Arbeiten und Verleihdienst und so weiter und so fort, dass wir uns da vielleicht bei ihm kurz zusammensetzen und darüber Freut quatschen. Ihr mich dafür? Nö, oder? Was? Freut ihr mich dafür? Nö. Ja, du gehörst auch zur Genossenschaft, komm hier ran jetzt. Komm mal ran auf den Meter. Ja. Da brauche ich mir nicht mehr zuzumachen, dann ist es so schon weiß. Ich bin noch oben kurz beim Landhandel, ich würde dann aber danach runterkommen. Stecher, ich habe deine Wartung bezahlt vom von irgendwas und kannst du abholen und kannst das nächste Gerät dahinstellen. Ja, war aber nicht so abgemacht mit dem Landhandel. Achso, der hatte mich angerufen und gefragt, ob ich das wohl mache. Da habe ich gesagt, ich kann das wohl eben schnell für den Stecher bezahlen, das ist überhaupt kein Problem. Ja, bezahlen ist nicht das Problem. Ich habe ihm gesagt, ich will zuerst die Kosten wissen und was sie alles ersetzen müssen. Achso, das hat er mir jetzt nicht gesagt. Er hatte nur gesagt, die Wartung ist fertig vom Stecher und das war's. Also, ich habe ihm klar gesagt, er soll mich anrufen, bevor er irgendwas anfasst. Oh, das wusste ich nicht. Da habe ich nichts von mitbekommen. Ja, das ist wieder typisch Landhandel. Das packt da oben. Also, das hat er mir nicht gesagt. Er hat nur gesagt, ja, die Wartung ist fertig und ich dachte, du hättest alles mit denen abgeklärt. Nee, aber ist schon okay. Wir sind es uns ja gewohnt, dass da oben nicht alles mit rechten Dingen zu und her geht. Das ist wohl wahr. Aber dann habe ich den Hof da oben erstmal wieder gesehen. Also kommt ihr rum, oder was? Ey, jo. Ja. Steini! Ja. Egal! Gebt ihr jetzt egal, jetzt pfeffert jetzt jemand da oben. Dann werden die Güldenstücke nicht mehr unter Druck zusammengehängt, sondern gerade hinten eingelocht. Was wollte ich, Witzel! Jo! Kannst du die Schüttischläuche unter Druck zusammenheichen? Was? Vielleicht weiß es ja ein Zuschauer, was es heißt. Ja, können Sie auch mal in die Kommentare posten, meine lieben Freunde, wenn ihr weißt, was der Dumme da gerade gesagt hat. Helft dem Fritzel mal ein bisschen. Also machen wir am Freitag, würde ich auch vorschlagen, für alle Leute in Schwatzingen eine kleine Vorstellung von unserer neuen Genossenschaft, oder? Ja. Ja, das kann man machen. Gut. Dann, ich sitze im Haus, ich warte kurz hier auf euch. Oh nein, oh, da ist schon wieder das auf dem Feld, was nervt. Okay, Lüge ist weg. Oh nein, oh, die Polizei, ihr habt sie nicht gesehen. Ich bin gleich wieder da. Bin ich? Ja, du hast mir aber den Rückmelder gegeben. Ja. Oh, dann krieg ich direkt schon wieder schlechte Laune und Pusteln am Arsch. So, moin. Moin. Oh, nee. Wie so, geht's dir? Schlecht. Hast du Stress da oben oder was? Nein, natürlich nicht. Okay. Ich dachte da oben in der Nord. Hä? Ich dachte da oben bei euch in der Nord. Ja, alles klar, ich komme gleich runter in den Süd. Wenn du mich angerufen hast, um mich voll zu kichern, dann sag ich mir bald Bescheid. Da holt sein Döner besser raus. Okay. Also sag, was du willst jetzt. Hör zu, wir haben unsere Genossenschaft, haben wir ja alles ein bisschen umgemodelt und Struktur reingebracht und bla und blip und hin und her. Ach, ihr habt die Genossenschaft Struktur reingebracht? Ja, haben wir jetzt endlich mal geschafft. Wir haben uns zusammengesetzt oder wir setzen uns jetzt gleich zusammen und besprechen halt einfach nur noch Kleinigkeiten und sowas. Und wenn du am Freitag nichts vorhast und... Also heute. Ja, heute, genau, wenn du heute nichts vorhast, heute Mittag irgendwann, sag ich mal, dann kannst du ja mit Harry gerne vorbeikommen bei mir am Hof und wir würden da ganz gerne alles vorstellen und euch erklären und... Bei dir am Hof? Ja. Ja, und Stefan? Was? Stefan? Wer ist Stefan? Ja, Stefan, mein Praktikant. Dein Praktikant?
Ja. Ja, das ist ja, wenn er ja Lehrling wäre, hätte ich gesagt, nehme ihn mit, aber Praktikant ist ja nichts wert. Bist du doof? Der will ja aber vielleicht Lehrling werden. Ach so, er will vielleicht mal werden, Ja, weiß ich doch nicht. ja, so, ja, Ja, kannst du, natürlich, ich bringe den natürlich mit. ja, kannst du mitbringen, alles Na gut. klar, der muss ja hier. Oh, Scheiße, Alter, ist die Einfahrt eng, ey. Ja. Boah, Sau. Wann geht's denn los? Gibt's da eine Uhrzeit oder Wann soll gibt's man die auf gut Uhrzeit? Glück? Ich würde sagen, dass wir so um 8 Uhr oder was anfangen. Um 8 Uhr. Ja, direkt früh morgens, Ja, dann kannst da du hoffe ich, direkt. hast du Frühstück gemacht. Ja, sicher, es gibt natürlich. Bei 8:15 Uhr ist Frühstück bei uns. Viertel neun. Ach so, es gibt natürlich belegte Semmel, kannst du kommen und essen. Das ist super. Gut. Kaffee ist wäre noch wichtig. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Kaffee ist natürlich auch Ja. am Start. Ole braucht auch immer Ja. Kaffee, ja, deswegen. Ja. Ja. Na Gut. gut, alles klar. Nee, weiß ich Bescheid. Danke dir für die Jo, Info. Komm mal alles vorbei. klar. Komm, kommt ihr Bis um vorbei. 8. Bis um 8. Tschüss. Tschüss. So. Fritzl? Ja. Parkst du deine Traktoren eigentlich immer zmitst auf dem Hof? Ja, meistens schon. Ah, wie kann ich denn hier? So, was habe ich denn jetzt hier geschrieben? Liebe Gemeinde Schwatzingen, Chef, hast du meinen Lambo schon gesehen? laden wir. Einen Moment, Ole, ja? Naja, ist eh schon gekauft. Laden wir euch herzlich ein. Bei mir am Hof zur Vorstellung der neuen und besseren Genossenschaft, nee, unter der neuen besseren Agrargenossenschaft Schwatzingen. Tanzibo werden nicht geduldet. Ja. Agrargenossenschaft zusammengeschrieben? Ja. Genossenschaft Schwatzingen. So. Ich habe das eh vergessen. Bei Gemeinde. Ja, wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. Ja, sehe ich auch so. Ja, hast du gesehen, Chef? Mein Lambo. Na, zeig mal her, das Ding. Schön in Deutsch-Grün, wie es sich gehört. Olo! Das ist natürlich. Den Pickup behalten wir aber, oder? Für mal Eierpaletten wegzufahren oder so, oder? Herr Adler, aufgrund eines Verstoßes der Düngerverordnung ist. Was? Was hast du gemacht? Wir sind am Düngen, der hat sie doch nicht alle. Boah, wow,
Gärreste verteilen und da kam die Polizei wutentbrannt und hat mir zu verstehen gegeben, dass dies nicht in Ordnung sei. Was aber nirgends schwarz-weiß steht, dass das nicht geht. Und außerdem sind ja, ist eine Gülleverordnung, die ihr meint, und wir haben Gärresteverordnung hier. So, Leute. Jetzt zeige ich. Ich mach den gleich schon lang. Lass mal reingehen. Ja, lass mal kurz reingehen und dann quatschen wir. Und die Schuhe noch zuerst abtreten. Ja, komm rein. So dunkel wie immer. Mit eckigen Löchern habe ich es nicht so. So. Meine lieben Freunde, da wir jetzt ja alles umgeändert haben, wir müssen den kleinen Vertrag ja noch fertig kriegen, damit wir das den der Stadt wiedergeben würden. Und ich würde ganz gerne bei uns noch in die Punkte aufnehmen, dass wir Lohndienstarbeiten anbieten plus Verleih von Geräten, die wir uns gekauft haben. Wieso nicht? Wie möchtest du das verfasst haben? Ja, dass wir halt, in den Vertrag mit reinschreiben, dass wir Lohndienstarbeiten anbieten und Geräte verleihen. An die Bauern von Schwarzinger natürlich. Ach, die Geräte auch alleine, okay. Ja, die Geräte auch alleine, ne? Apropos mit Gülletechnik, hast du immer was vor? Wir haben ja das Zubringerfass auch noch. Wollen wir das dann noch, oder? Ja, das ist jetzt erstmal egal, da gucken wir später nach. Was haltet ihr denn davon? Grundsätzlich eine gute Idee. Ja, man muss halt einfach schauen, dass die Geräte nicht dann vermietet werden, wenn wir sie selbst gebrauchen. Ja klar, das ist natürlich Voraussetzung, dass wenn wir die Geräte gerade nicht brauchen, wie zum Beispiel jetzt gerade brauchen wir nicht die Premus, deswegen habe ich die direkt vermietet. Ja, das passt schon. Aber nicht, dass wir quasi während der Maisse so den Häcksler vermieten. Ja klar, das ist natürlich richtig. Man müsste vielleicht auch festlegen, welche Geräte wir mit und welche Geräte wir ohne Bedienung vermieten. Und wie willst du da bezahlen dann lassen? Die Wartung und alles kommt auch dazu. Ja klar. Ich würde einfach quasi die Geräte immer top gewartet rausgeben und dann quasi, wenn sie zurückkommen, wieder die Wartung durchführen und dann quasi die Kosten auf den Mieter abwälzen. Genau so würde ich das auch tun, mit auf die Miete drauf abwälzen und fertig ist die Sache. Das macht auch jeder Autofahrer, der macht das. Ne? Ja. Ich würde auch sagen, dass wir das nicht stündlich machen, sondern täglich. Also wenn die das mieten, dann immer für einen Tag, weil stündlich wäre zu viel Arbeit. Ja, immer 24 Stunden. Ja. Bestpreis, fertig. Also wenn die auch nur 3 Stunden brauchen, müssen sie trotzdem einen Tag bezahlen. Genau. Ja. Können wir hier oben irgendwie dann auch ein Wartungsdings machen, Adler, oder musst du immer zu dir runter dann? Ja, das machen wir alles beim Adler. Die Wartungen schreiben wir auch mit da rein beim Adler. Hm. Ich meine, bevor wir die Maschinen rausgeben, dann müssen wir immer wieder runter zum Adler. Erst komplett tipptopp und dann... Die Leute können das ja beim Adler hinstellen. Dass wir dann sagen, ey, ich will die uns anrufen, wir sind fertig, ja, stell beim Adler hin, dann machen wir direkt die Wartung und holen das hoch. Ja, aber auch bevor wir es rausgeben, müssen sie auch top gewartet sein, ne? Das meine ich. Ja. Ja, wie gesagt, ja, machen wir alles beim Adler. Hm. Okay. Ja. Was ich vielleicht noch anmerken würde, ist, dass ein Feldhexe vielleicht so die einzige Maschine ist, die nicht ohne Bedienung vermietet wird. Würde aber meine Ernte, Vollernte auch reinnehmen. Ja, können wir ja. Kleinigkeiten ohne. Ja, wie mal ein Trecker oder was, das können die ja ohne, aber da hat der Herr Hatter schon recht. Sowas wie ein Häcksler oder den Roder, den großen, dann nur mit Personal. Das sollten wir auf jeden Fall dann auch niederschreiben. Ich würde sagen, klar. So Maschinen ja, aber so Fahrzeuge an sich würde ich nicht ohne ausgeben. Genau, so machen wir das. Und genau, und Lohndienstarbeiten, die können uns anrufen und dann sagen,
Hier, ich bräuchte mal Hilfe beim Abfahren, was auch immer, dann müssen die halt die Person bezahlen. Das müssen wir dann aber stündlich machen. Da müssen wir dann gucken, derjenige schreibt sich auf, wann er angefangen ist mit der Arbeit, was weiß ich, zum Beispiel jetzt ist 6.53 Uhr, da sind wir so kulant, sagen 7 Uhr und dann wird gerechnet. Und wenn er den bis 8 Uhr braucht, dann eine Stunde bezahlen, wenn er ihn bis 12 Uhr braucht, ne, und so weiter und so fort. Ja, ja. Wäre da vielleicht irgendwie mit Gülletech Urwald zu machen, wenn wir die großen Dinger verkaufen, aber komplett anbieten, die komplette Eindüngung? Ja, sicher, können wir auch anbieten, klar. Ich weiß ja nicht, wie groß die Gülletechnik wird dann irgendwann, ja. Aber wir haben die Gärreste ja auch dann im Prinzip. Das ist richtig, dann verkaufen wir, bieten wir die Gärreste mit Gülle alles drum und dran an zum Düngen. Ja. Ja. Stecher, willst du das mit aufschreiben? Ich bin schon dabei. Ah, du bist schon dabei. Einen Moment kurz, dann lese ich euch das noch kurz vor. Ja, könnten wir vielleicht für morgen einen Flyer sozusagen fertig machen, wo ich sag mal alle Punkte aufstehen, was wir so anbieten? Ja. Und auch so ein Flyer, was der Adler macht, was Stecher macht und wer auch mit in der Genossenschaft drin ist. Ich sag mal nicht so ausführlich wie in dem Vertrag, einfach nur Genossenschaftsmitglieder, Ole, Liv, Adler, Stecher, Fritzel und was das Ziel der Genossenschaft ist. Unser Ziel ist es ja, in Schwatzingen den Bauern, den Landwirten zu unterstützen und auch die Stadt mehr zur Wirtschaft beizutragen. Moment, das habe ich jetzt nicht. Einen Moment kurz, ich muss zuerst das andere fertig. Die Genossenschaft bietet den anderen Landwirten von Schwatzingen die Möglichkeit zur Gerätemiete an. Genau. Der Verschleiß und der Unterhalt sowie Verbrauchsmaterialien und allfälliger Treibstoff gehen zulasten des Mieters. Die Abrechnung erfolgt tageweise. Von der Vermietung ausgeschlossen sind Erntemaschinen, in Klammern Feldhäcksler, Vollernter. Ja. Die restlichen Geräte können sofern verfügbar sowohl mit als auch ohne Bedienung durch einen Genossenschaftler gemietet werden. Ja, mit Absprache will ich noch reinholen. Wie meinst du mit Absprache? Ja, dass jetzt nicht Radlader alles mit vermietet wird ohne... Ja, sofern verfügbar. Also ja, wenn wir das nicht brauchen, kann es gemietet werden. Genau. Ja. Gut, ja. Dann Absprache. Ziel und Zweck der Genossenschaft. Die Genossenschaft dient dazu, die verfügbaren Ressourcen, Maschinen und Arbeitskraft optimal zu nutzen und somit die Arbeiten gemeinsam zu planen und effektiv durchzuführen. Genau. Gemeinsam sollen Arbeitsspitzen abgeflacht, die Belastung von einzelnen Genossenschaftsmitgliedern reduziert und größere Investitionen gemeinsam gestemmt werden. Ja. Ziel, gut dann. Ziel ist es, den Verwaltungsaufwand zu minimieren und Arbeitsabläufe zu optimieren, sowie der Gemeinde und Region Schwatzingen einen Mehrwert zu ja. Aber Fritz, ich glaube, du solltest mal rausstreuen gehen, sonst. Mach ich später. Halligalli. Ja, ist mir scheißegal, was ich meine. Dann fährst du auch wie andere mit 70 km/h über die Straße, ohne Salz rauszulassen. Wollte ich auch gerade sagen. Ja. So machen wir das. Ist das etwa so, was ihr auch reingesetzt hättet? Ja. Ja, das passt. Das passt. Jupp. Ich würde vielleicht noch reinschreiben, dass wir Lohndienst arbeiten. Ach, hattest du ja. Ja, alles gut. Fritzl, das ist drin. Ja, kriegen wir denn noch so einen Flyer für Freitag hin? Das sollte schon, möglich sein. Ist, ja. Ja, nee, das passt. Okay. Dann wird das ja schon mal alles abgeklärt. Wie verbleiben wir mit den Felderanbau im Frühjahr? Ich meine, es geht ja bald wieder in den Frühjahr rein. Ich würde ehrlich gesagt gucken, dass wir ein paar Felder jetzt kaufen, oder? Ja. Ich habe noch keine Pacht bezahlt für unten die Felder. Ich würde das doch so belassen. Ja, ich hab Pacht. Ich ja, erstmal die Gülletechnik und dann die Rest, oder? Ich habe Pacht bezahlt. Warte mal ganz kurz. Achso, okay. Hallo? Servus, darf ich kurz stören? Ja, ganz kurz. Herr Friese, kommst du aber kurz mit raus? Ja, wir wissen, es ist Schnee gefallen. Sie müssen langsam mal räumen.
Das wäre dringend, weil. Schauen Sie mal. Alles weiß. Oh, das war gerade noch nicht. Ja, deswegen wollte ich Sie nur darauf hinweisen. Also der Landhandel ist schon am Räumen, deswegen dachte ich mir, ich schaue mal schnell bei Ihnen vorbei, dass Sie es vielleicht nicht mitbekommen haben oder was. Es ist ja doch noch ein bisschen früher morgen. Ja. Der Landhandel ist schon los. Hui. So. Ja, wahrscheinlich, weil ich vorhin extra nochmal darauf hingewiesen habe, dass Räum- und Streupflicht besteht. Ja, wir sind ab jetzt. So. Witzel! Okay. Damit wir das für Freitag fertig haben. So. Ja. Witzel, hat hier jemand schon die Null gewählt? Ich weiß auch nicht. Mit dem Lamborghini geht es am schnellsten zum Räumen. Der sitzt schön tief und geht am schnellsten. Ja. Was? Mit dem Radlader auch, dann haben wir eventuelle Verkehrsteilnehmer direkt aus dem Weg. Ja. Willst du Freitag hier eine Vorstellung machen oder was? Genau, wir stellen Freitag hier die Genossenschaft vor, die kommen dann hier vorbei. Wir erklären ihnen jetzt hier, was Sache ist, und dann zeigen wir denen mal den Leuten hier, was abgeht. Ja, dann müsst ihr dann heute Maid noch sagen, die noch Kuchen backen und so Kram. Ja, das werde ich nachher sagen. Die sollen noch ein paar Brötchen schmieren und sowas. Genau, kalte Platte. Ja, das können wir wohl alles hin, meine lieben Freunde. Jo. Ja. Gut. So, dann. Aber Stecher, meinst du wirklich, dass wir so einen kleinen Flyer da kriegen, weil wir müssen am Freitag den Leuten auch was bieten, sag ich mal. Weißt du, was ich meine? Ja, sicher. Wir können auch schauen, dass wir quasi für Freitag hier ein bisschen unsere Fahrzeuge präsentieren können. Würde ich auch vorschlagen, dass wir da, ja, das hatte ich auch noch, ja, das wäre eine gute Idee, Herr Stecher, stimmt. Das machen wir. Könnte man vielleicht auch machen. Das neue Logo vorstellen. Ja. Dass wir nicht mehr Fritzl-Genossenschaft heißen, sondern Agrargenossenschaft Schwatzingen. Das Logo vielleicht irgendwie da auf dem Schild oder was klagen und da hinstellen. Das können wir wohl hin. Sollte irgendwo durch machbar sein. Also sicher ein Fahrzeugpark hier. Ja. Gibt es etwas, was du unbedingt dastehen haben möchtest? Ich würde am liebsten jetzt gerade, wo es so frisch angeht, auf jeden Fall die Primus und sowas alles zeigen. Außerdem, ich hatte das euch jetzt vorhin nur den Adler erzählt. Ich habe vorhin eine Begehung gehabt an der BGA. Dort kommt ein kleines Klärwerk hin an der BGA, woraus wir Gärreste, Wasser, also wir füllen Gärreste rein, bekommen dadurch Wasser und Kompost. Okay. Boah, wie ich so viel kacke, aber schon eine eigene Kläranlage unten brauchen. Ja. Okay. Alter. Ja. Gemerkt. Gut, in dem Sinne haben wir das geklärt und jetzt werden wir mal ein bisschen den Schnee wegräumen. Gut, in dem dann Sinne. Auf an die Arbeit, Jungs. Genau, auf zur Arbeit. Ihr viel zu tun, lasst wir es liegen. Genau. Freiwillige voran. Ja. Im Frühling schmilzt das Ganze wieder, also ja. Scheißegal. Also der Deutsch im Schnee ist ja astrein. Aber gut, meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.